Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Tutorial. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und willkommen in der Karibik zu diesem Tutorial, in dem es heute wieder weitergeht in der Serie Approaches. Wir schauen uns heute den Non-Precision Approach einmal genauer an, den sogenannten NPA und was es überhaupt damit auf sich hat. Grundsätzlich ist es schnell erklärt, beim NPA hat man nur eine horizontale Guidance und keine vertikale. Das bedeutet, man hat zum Beispiel Localizer oder ein VOR DME oder ein NDB oder ein GPS, was einen auf den Kurs zur Landebahn heranführt. Man hat aber keine vertikale Guidance. Das bedeutet, die Geschwindigkeit und die Flughöhe muss man während des Anflugsverfahrens also komplett selber überwachen. Und ich bin hier jetzt gerade schon fleißig gewesen. Ich habe hier schon mal die Frequenz von dem VOR eingegeben, das wir für unsere Landung benutzen werden. Das ist die Frequenz 113.0. Das ist das Papa Juliet Mike VOR, das im Prinzip direkt am Flughafen sich befindet. Wir haben die Richtung, den Kurs, das Radial eingegeben, das wir entlang fliegen werden. Das sind die 096 oben bei Course im Flight Computer. Und wir haben die Minimum Descent Height eingegeben. Das sind die 756, die ihr rechts unter dem künstlichen Horizont sehen könnt. Und ihr habt ja eben schon im Intro gesehen, wir sind mit einer karibischen Maschine unterwegs. Wir sind auch in der Karibik und zwar fliegen wir zum Princess Juliana Airport. Denn welcher Flughafen würde sich besser für einen VOR-Approach anbieten, als eben dieser Airport, der weltbekannt ist aufgrund seiner spektakulären Anflüge. Die Landebahn reicht direkt bis zum Strand. Es gibt diese Bilder, wo die Flugzeuge so nah über dem Strand drüber wegfliegen, dass sie quasi zum Greifen nahe erscheinen. Und eben diesen Approach werden wir jetzt heute hier ausprobieren. Und wann macht man überhaupt so einen VOR-Approach? Grundsätzlich ist es so, dass der Pilot natürlich immer das bestmögliche Anflugsverfahren wählen muss. Das hängt prinzipiell von zwei verschiedenen Faktoren ab, nämlich einmal der Ausstattung am Flughafen und der Ausstattung des Flugzeugs. Wenn der Flughafen jetzt einfach gar kein ILS hat, sondern nur ein VOR oder ein NDB oder sonst was, dann ist klar, dass man keinen ILS-Anflug machen kann. Oder aber das Flugzeug, mit dem man unterwegs ist, hat keinen ILS-Empfänger, sondern kann eben nur VORs, NDBs, also Funkfeuer empfangen. Dann ist das Thema auch schon erledigt. Und nicht zuletzt hängt es natürlich auch von den Wetterbedingungen ab. Wenn das Wetter super gut ist und man die Landebahn aus 20 Kilometern Entfernung sehen kann, dann würde man vielleicht eher einen Anflug auf Sicht machen, weil man die Landebahn einfach so früh und so gut sehen kann. Wenn das Wetter schlechter ist und man die Landebahn erst relativ spät vor dem Aufsetzen sehen kann, dann würde man auf jeden Fall auf so einen VOR-Approach zurückgreifen, um einfach sicherzustellen, dass man auf dem richtigen Weg zur Landebahn ist. Während wir hier jetzt gerade den Descent einleiten, ihr kennt das schon von mir, werfen wir mal einen Blick auf die Charts. Also, wir befinden uns gerade links unten zwischen den Waypoints Dande und Gouda und werden anschließend eine Rechtskurve fliegen in Richtung Waypoint Ilora und anschließend zu Uluba. Und am Ende seht ihr die Landebahn, wo auch das VOR mit der Frequenz 113.0 Papa Juliet Mike steht. Wenn wir bei Uluba angekommen sind, fliegen wir noch weiter zum Waypoint Debir. Das Ganze sollten wir idealerweise auf einer Höhe von 1600 Fuß machen. Und während wir auf den Waypoint Debir zufliegen, wechseln wir dann auch den Modus des Autopiloten und fliegen entlang des VORs, also nicht mehr nach GPS, sondern nach dem Signal des Funkfeuers. Bei Uluba, 10 nautische Meilen vor der Landung, sollte man außerdem schon begonnen haben, die Landekonfiguration vorbereitet zu haben. Das heißt, man hat die Klappen idealerweise schon auf 2 oder 5, jetzt bei einer Boeing vielleicht. Spätestens aber bei 1300 Fuß vor der Landebahn
sollten wir die Konfiguration aber komplett abgeschlossen haben, damit wir uns im Endanflug wirklich nur auf die Landung konzentrieren müssen und nicht noch irgendwie Fahrwerk, Klappen, Lichter oder sonst was ausfahren müssen oder einschalten müssen. Das Ganze geht dann in Richtung eines Low-Drags oder Low-Power-Approaches, bei dem man dann eben bei 10 bis 12 nautischen Meilen die Landeklappen so langsam ausfährt, aber erst bei ungefähr 5 nautischen Meilen die Fahrwerke ausfährt und dadurch dann eben eine weitere Bremsverzögerung einleitet, anders als beim Standard-Approach-Verfahren, wo man eben viel früher die Konfiguration, die Endkonfiguration für die Landung erreicht und auch die das Landefahrwerk ausfährt, um eher auf der sicheren Seite zu sein. Gleichzeitig ist das Flugzeug dann natürlich viel lauter und viel schadstoffintensiver unterwegs, weil die Triebwerke unter einer höheren Last fahren müssen, wenn die Klappen eben weiter ausgefahren sind. Wir fliegen hier heute übrigens mit der Zibo 737. Die werden viele von euch gut kennen. Ist auch ein sehr, sehr empfehlenswerter Flieger. Ist komplett Freeware. Es gibt super viele Liveries dafür. Ich werde den Flieger auf jeden Fall in den Shownotes hier noch einmal verlinken, dass ihr einmal auch findet, wo man sich den ganzen Flieger hier runterladen kann. Wie gesagt, sehr empfehlenswert, sehr ausführlich gestaltet. Fast jeder Knopf hier bei dem Flieger hat eine hinterlegte Funktion. Macht Spaß, damit zu fliegen. Und ich habe den Flieger hier primär ausgewählt, weil das von der Navigation her und vom Prinzip her etwas klassischer ist. Also wir benutzen hier tatsächlich ein Funkfeuer, das eben ein Signal aussendet, nachdem wir uns ausrichten. Und ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht erstmal so ein ganz klassisches, herkömmliches, konventionelles Verfahren wählen und in einem anderen Schritt dann uns auch nochmal den RNAV-Approach in einem Airbus angucken. Da würde man üblicherweise mit einem RNAV-GPS-Approach so ein Non-Precision-Approach eben ausführen. Und wie gesagt, das ist von der Technologisierung her einfach nochmal eine Stufe höher. Und wir wollen uns ja die Basics angucken, deswegen hier erstmal das Manöver in einer Boeing 737. Wichtig ist bei so einem Anflugsverfahren natürlich auch, dass man die Höhen, die vorgegebenen Höhen genau einhält. Sprich, dass wir bei 10 nautischen Meilen vor dem VOR, also genau dann, wenn wir den Punkt Uluba überfliegen, halt auch die Höhe von 1600 Fuß haben, die dann halten bis 4,9 nautische Meilen vor dem VOR. Da sind wir dann genau auf dem Punkt Debir und da beginnen wir dann unseren Descent. Ja, und ihr seht, jetzt drehen wir im Prinzip auch schon nach rechts ab auf das Final, also in Richtung Flughafen und auch schon mehr oder weniger in Ausrichtung zur Centerline der Landebahn. Jetzt stellen wir noch die finale Höhe ein, die wir bei dem Waypoint Uluba haben möchten, diese 1600 Fuß. Und das Heading stellen wir auch nochmal um auf 180 Grad, wenn wir die Landung abbrechen und ein Go-Around machen müssen, dann sieht die Missed Approach Procedure vor, dass wir rechts abdrehen auf 180 Grad. Und bei 2600 Fuß links umdrehen und zurück zum VOR Papa Juliet Mike fliegen und da eben in ein Holding eindrehen.
Wir reduzieren jetzt auch langsam die Geschwindigkeit, damit wir, wenn wir an unserem Uluba Waypoint angekommen sind, auch die richtige Geschwindigkeit haben, um die Klappen ausfahren zu können. Und wir starten hier direkt mal die nächste Durchsage, dass wir jetzt auch im Prinzip im Endanflug sind. Also please make certain your seat belts are fastened, seat backs and tray tables are upright, headrests are lowered, and footrests and video monitors stowed. Flight attendants, please prepare the cabin for arrival and be seated. Thousand to go. Ja, hier kommt der Hinweis, dass wir noch 1000 Fuß haben, bis wir die eingestellte Flughöhe erreicht haben. Und ihr seht hier im künstlichen Horizont rechts unter der Flughöhe auch die 1015 Hektopascal, die der lokale Luftdruck sind, sprich nicht mehr die 1013, sondern eben die 1015, die man jetzt zum Beispiel über eine ATIS oder sowas bekommen würde. Dann stellen wir die Autobrakes heute mal auf Stufe 2, weil die Landebahn in St. Martin relativ kurz ist. Außerdem kommt auf ungefähr 2/3 der Landebahn rechts eine Möglichkeit umzuwenden. Die würde ich gerne nehmen, ansonsten müssten wir nämlich bis zum Ende der Landebahn rollen, da einmal umdrehen und dann wieder zurückfahren, weil es keinen Taxiway bis zum Ende der Landebahn gibt. Wir sind jetzt noch 12 nautische Meilen ungefähr vom VOR entfernt und reduzieren die Geschwindigkeit jetzt weiter und beginnen dann auch so langsam damit, die Klappen auszufahren, um eben bei den 10 nautischen Meilen auch mit der Vorkonfiguration des Fliegers spätestens begonnen zu haben. Und dann haben wir jetzt den Waypoint Uluba auch überflogen und so langsam kommt der Flughafen auch in Sicht. Man kann die Papi Lights so ein bisschen erahnen. Wir stellen jetzt das Navigation Display auf VUR um und auch die Navigation auf den Localizer, den wir hier folgen wollen, also LNAV. Und wir sehen, dass wir im Prinzip schon perfekt aligned sind mit dem Radial, was hier von dem VUR ausgesendet wird, weil die Waypoints natürlich genau auf dem Punkt liegen. Dann stellen wir die Höhe auf 5000 Fuß wieder. Das ist die Höhe, die wir halten wollen, die wir erreichen wollen. Wenn wir einen Missed Approach haben und einen Go-Around machen, dann würden wir auf 5000 Fuß steigen. Wir reduzieren die Geschwindigkeit weiter und fahren jetzt auch die Klappen final aus und müssten so bei 138 Knoten ungefähr landen. Da müssten wir einen relativ stabilen Flug haben. Das machen wir aber sowieso gleich manuell, weil wir den Autopiloten ja auch gleich ausschalten können, wenn wir nah genug an die Landebahn herangeflogen sind. Wir stellen jetzt den Vertical Speed ein auf 750. Das passt ungefähr mit unserer Geschwindigkeit, denn wir sind jetzt auch an 4,9
nautischen Meilen vorbeigeflogen. Das wäre so der Punkt, wo man halt laut Charts dann auch den Descent eben beginnen muss, um final auf die Landebahn zuzufliegen. Lichter noch an, Fahrwerk ist ausgefahren, all green. Und jetzt sind wir noch ein bisschen schnell, aber im Prinzip bereit zu landen. Und man sieht schön, wir kommen auf die Landebahn zu. Wir sind ein bisschen versetzt. Das liegt halt einfach daran, dass das VUR auch nicht genau auf der Landebahn steht. Es wäre nämlich schlecht, wenn da was stehen würde, sondern ein bisschen versetzt. Deswegen ist auch der Kurs ein bisschen versetzt zur Achse, bzw. zur Centerline der Landebahn. Autopilot aus. Und ab jetzt fliegen wir manuell. Jetzt korrigieren wir hier nochmal manuell ein wenig, damit wir auch gerade auf die Landebahn zukommen und halten dabei die Papi-Lights im Auge, damit wir sehen, ob wir von der Höhe her auch richtig reinkommen und nicht zu hoch oder zu tief sind. Touchdown. Wir schalten in Reverse Thrust. Wir müssen hier gucken, dass wir auf der Centerline bleiben. Das ist natürlich mit dem Seitenwind, den wir hatten, immer so ein bisschen tricky. Aber völlig in Ordnung. Machen den Reverse Thrust aus. Autobrakes greifen. Und damit sind wir erfolgreich einen VUR-Approach geflogen. Wir drehen hier, hier ist nämlich diese Bucht, die ich meinte, drehen hier einmal um jetzt. Und ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen zum Thema VUR-Approach. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn wir uns nämlich dann den RNAV GPS Approach noch einmal genauer anschauen werden. Wieder mit einem Airbus. Und zum Abschluss würde ich sagen, schauen wir uns einfach nochmal das Ganze von außen an in der Wiederholung. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.